Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Cult of the Lamp. Es entwickelt sich, unser kleines Camp entwickelt sich. Aber wir brauchen dringendst neue Anhänger etc. Damit die Überalterung stoppt. Sind alle alt. Nicht gut. Ja. Deswegen, ich muss weiter raus in die Wildnis und neue Anhänger holen. Es hilft ja nichts. Kann man bei der Spinne leider keines kaufen, das ist zu teuer. Also irgendeine Illo-Klinge. Gucken wir mal, was die drauf hat. Ah, das Schwert ist gar nicht mal so schlecht. Ah, guck mal, Otaku Snaggy ist gestorben. Jetzt gehen sie aber nach und nach echt drauf, ey. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. So, was hast du für mich? Also, Truhen, boah, warum nicht? So, alles links liegen lassen. Ah, boom. Das ging schnell. Ich muss schnell durch, weil ich glaube tatsächlich, die Zeit läuft ja weiter anscheinend. Wenn wir nicht da sind, in unserem Camp. Das wäre fatal, wenn die jetzt einfach nach und nach alle draufgehen, wenn ich weg bin. Bedeutet leider auch wieder, wir müssen wieder mehr Gräber ausheben. Alter, das Schwert kesselt aber ganz schön rein. Ich habe irgendwann davon gedacht, das wäre voll langweilig, aber nö, das ist richtig gut. Ja, ab und zu mal ein Fisch, ne? Hat vorhin super geklappt in der letzten. Vorhin. Für mich vorhin, für euch irgendwie, weiß nicht, ob es letzte Folge war. Okay, die Ausbeute ist gerade hier ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Wieder nur eine Dekoration. Lavaboden. Okay. Neuer Anhänger. Es wird leider immer notwendiger. Ah, kommt her. Mach ich fertig. Die mal auch noch fertig. Boom. Ah, sehr schön. Alles kurz klein hauen. Vielleicht ist noch irgendwas drin. Knochen sind gut, aber... So, ich rette dich. Bis später. Ich glaube, ich habe sogar noch einen auf der Kante liegen, auf der hohen Kante liegen, den ich auch noch benennen und indoktrinieren muss. So, was gibt's hier jetzt? Wir reden mit unserem Großen. Ne, was ist das denn jetzt? Ich bete. Deine Besitztümer werden dich über den Tod hinaus begleiten. Okay, cool, ich kann drauf gehen, aber ich kriege alles. Okay, das kann ich nicht kaputt machen. Ja, gut, Stein. Stein. Stein brauche ich eigentlich gerade nicht, glaube ich. So, demnächst haben wir eine neue Hingabestufe erreicht, das ist gut. Aber wir sind noch weit von der automatischen Farm entfernt, leider.
Scheiße, jetzt habe ich meinen Schadensbonus verkackt. Zweimal hintereinander sogar. Das musst du mir nicht immer anzeigen, Spiel. Das interessiert mich nämlich nicht. Das ist jetzt sehr schade. Aber gut. Jetzt mal nach da. Oh, neue Waffe oder? Chance, Gegner zu vergiften. Das ist nett. Ja. Das hier nochmal kurz angucken. Okay, der Dolch ist eigentlich genauso gut. Nur noch deutlich schneller und ich vergifte Leute damit. Nämlich. Aber. Und wieder plus 16 Schaden, so will ich das. Schlag auf Schlag. Erst nach links. Sehr gut. 150 Schaden sind wir schon wieder. Das ging schnell. Noch eins zurück. Der letzte Raum. Ah, guck mal, gab's gerade sogar mal einen Fisch. Aber immer noch nix irgendwie. Ich hab irgendwie gefühlt immer nur Gras, keine Ressourcen. Gib mir die Karte. Sehr schön. Noch mehr Giftschaden. Ich weiß nicht, ob das stackt, aber ich hoffe es. Oh, jetzt kriegen wir vielleicht sogar drei Anhänger hintereinander. Wenn ich den jetzt besiege. Im Zwischenboss. Haufen Goldklumpen, von dem ich auch noch nicht genau weiß, wie ich das brauche. Zack. Der Raum. Irgendwie hatte ich mehr von dem Raum erwartet, weil er so groß ist, dass ich da vielleicht ein bisschen mehr Beute rauskriege, aber leider not. Ach guck mal, jetzt kann ich mir hier mal eine neue Waffe, aber eigentlich bin ich gerade mega zufrieden. Vampirschwert. Nee, ich bin eigentlich mega zufrieden gerade, was meine Waffen angeht. Ich glaube, ich behalte den Dolch. Tut mir leid. Auch deine Dienste heute nicht. Nein, ich habe meine Fähigkeit verloren, meinen Schaden verloren. Jetzt können wir doch nochmal eine andere Waffe aussuchen. Türkisches Schwert. Ach, das ist aber so langsam. Nein, jetzt sterben die alle. Sind nicht gut. Talimgoron ist gestorben. War gerade im Kampf nicht gut. Habe ich ein paar Mal auf den Deckel gekriegt. Mein Schaden ist weg und ich habe fast kein Leben mehr. So, den habe ich. Habe ich. Sehr gut leben. Der war wichtig.
Bisschen Schaden habe ich auch schon wieder plus gemacht. Ich könnte jetzt zum Kult zurückkehren oder... Ah, jetzt ist es wieder gegen den zu kämpfen. Da will ich eigentlich nicht hin. Nein, ich kann nicht zurück. Aber gut, ich verliere ja keine Sachen, ne? So, Hackett. Dann lass uns mal das Tänzchen wagen. Ich habe mir schön meinen Schaden wieder verloren gerade. Hingerichtet hat er mich. Hingerichtet. Aber ich darf alles behalten. Kein Problem. Alles gut. Scheiße, aber ich habe kein... Ich habe kein Holz mehr. Scheiße, was ein Massaker hier. So, was willst du von mir? Ja, ich weiß, sieht furchtbar aus. Ich mach das ja schon. Mal bauen. So, Otago Schnegg ist weg. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal das Fleisch raus. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss das tun. Ich habe kein Geld, um dich zu begraben. Schon ein bisschen traurig eigentlich, ne? Ey, lass meine Kette in Ruhe. Reißt euch alle auf. So, und dich benenne ich jetzt. So. So, also wenn ich den Kommentar richtig lese, leider kann ich ihn nicht wirklich lesen, weil super viele Fehler drin sind. Aber ich würde mal sagen, dass Bernhard benannt werden möchte. Bernhard. Mit einem Tier aus dem Düsterholzbereich. Dann kriegst du den hier, den finde ich cool. Guck mal, das finde ich nett. Und du bist zynisch, du bist ein Materialist und du hast eine starke Verfassung. Sehr gut. Also ein paar Leute kann ich jetzt benennen, das ist sehr praktisch. Was könntest du machen? Du könntest... Holz hacken auf jeden Fall. Was kann ich denn hier jetzt freischalten als nächstes? Düngersilo wäre vielleicht nicht schlecht. Finde ich gut. Sehr schön, danach können wir den Tempel machen. Und ich muss ich leider auch aufessen lassen, quasi. Tut mir leid. So, aber kann ich hier vielleicht noch was bauen? Kann ich das Düngersilo bauen? Nee, kann ich nicht. Brauche ich 5 Planken für. Scheiße, ich habe auch überhaupt nichts mehr zu essen. Das muss ich auch noch alles ernten. Muss ich gleich machen, glaube ich. Warte mal, ich muss mal kurz auf mein Handy gucken. Gut. So. Warte mal, ich muss erstmal schnell eine Predigt durchklatschen. Die sind ja alle halb am Ausrasten, ey. Und man merkt, dass einige Leute gestorben sind.
Hab da nicht so viel Glauben bei rum. Vielleicht ein Ritual? Kann ich irgendjemanden auferstehen lassen vielleicht? Oder... Komm, ich versuche mal jemanden auferstehen zu lassen. Jemand, der noch nicht so alt ist vielleicht? Habe ich da irgendjemand am Start? Tagusnecke könnte direkt wieder zurückkommen. Ist die Jüngste. Die Snegge. So. Muss jetzt mal einen Haufen Zeug ernten. Und dann mache ich ein bisschen Essen. Hey, die Leute sind wirklich überhaupt nicht begeistert. Momentan, mein Glauben ist auf dem Tiefpunkt. Ich verstehe gerade nicht hundertprozentig wieso. Komm, hier eine schöne durchschnittliche Mischmahlzeit. Eine Fleischmahlzeit. Ein paar Beeren. Kot brauchen wir nicht. Miese Fleischmahlzeit. Erstmal, esst erstmal ein bisschen was. Dich muss ich nach oben ziehen. Und jetzt muss ich mal mit ein paar Leuten quatschen. Hier kriegst du erstmal so eine Kette von mir. Du kriegst auch eine Kette von mir. Findest du gut, ne? Und du auch. Ah, guck mal, der hat was Schönes Leckeres bekommen. Und schon finden sie mich alle gar nicht mehr so scheiße. Ist auch eine Kette. Hast schon eine? Dann lasse ich dich erstmal frei. Fällt mir gerade mal so aus. Ah, und ich habe keine Betten mehr. Auch demnächst drauf gehen. Und hier verstehe ich tatsächlich nicht, wo die Person bleibt, die ich dann noch übrig hatte. Wo ist eigentlich meine Leiche hin? Ich hatte eigentlich so ein komisches Einhorn ja noch. Da frage ich mich ehrlich gesagt gerade, warum das nicht kommt. So. Müssen wir jetzt tatsächlich mal machen, weil ich habe sonst kein Essen mehr. Und die halluzinogenen Pilze, die könnten wir auch vielleicht irgendwie mal einsetzen. Ein bisschen Gehirnwäschemäßig, da war ja noch was, das haben wir glaube ich noch gar nicht ausprobiert. Oh, ich bin so froh, wenn ich diese Arbeit nicht mehr machen muss. Hier sind gar keine Samen mehr drin. Wir müssen jetzt erst mal zusehen, dass wir wirklich Essen dran schaffen. Hier ist eigentlich das Klo gerade. Warte mal. Lol, alle gehen gleichzeitig aufs Klo. Was ist denn da los? Ja, ich weiß. Ich mach's ja deswegen genau sauber. Alles abgeerntet.
Halleluja. Wo gleich eine Predigt rausballern. Ah, habe ich heute schon. Stimmt, stimmt. Aber eine neue Doktrin verkünden, das habe ich noch nicht. Warum leuchtet der da so? Arbeiten und beten. Ihr sollt fleißiger werden, bitte. Das finde ich gut. Ritual der Erleuchtung. Mehr Hingabe. Das könnten wir auch gleich mal durchführen, tatsächlich. Kann ich gar nicht. Hab zu wenig Knochen. Na gut, dann gibt's jetzt mal eine schöne Gehirnwäsche. Pilze für alle. Yeah. Psychedelic. Finden alle super. Gut. Ihr seid entlassen. Aber warum leuchtet der denn so? Das verstehe ich gerade nicht. Total gekifft. Wie gut. Ich würde gerne nicht verkaufen, ich würde gerne kaufen. Geht das auch? Okay, ja, tanzt erstmal ein bisschen. Wir haben halt leider gerade keinen Baum mehr übrig, ne? Deswegen kann ich hier auch keinen Holzklotz bauen. Das wäre aber wichtig. Na gut, baue ich einfach mal ein paar Dekorationen. Finden die alle immer ganz knorke. Hier so ein kleines, so ein Nachtlicht. Neben das Klöchen. Ja gut, das Klöchen muss mal wieder sauber gemacht werden. Das mache ich selber. Was könnte ich denn noch hinstellen? Hier so aus Gras. Das mögen die gerne, das Ding hier. So, wenn man hier reinkommt, sieht man gleich so einen schönen Bogen. Zack. Und noch eins brauche ich. Oh, der ist doch auch nett. Können wir mal hier drüben hinstellen. Bei unserer Ritualstätte. Unsere Raffinerie, was ich immer noch geil finde. So. Wer hatte diese Queste? Du hattest die. Hätte ich doch gerne gemacht. Lieber Falk. Frage ist, wo bekomme ich jetzt auf die Schnelle Ressourcen her? Ich muss jetzt mal hier diese Dinger abklappern. Seltene Dekoration. Nee, ist mir eigentlich zu teuer. Neue Karten. Ja, alles auf Basis von Gold. Das möchte ich eigentlich nicht. Du hast es getan, du hast die Macht der Pilze gekostet. Ja, du bist genauso wie Sozo weiß, was, dass du ein Freund bist. Hier, nimm das, ein Zeichen der Freundschaft zwischen zwei Gehirnwäsche-Pilz-Liebhabern. Pass gut darauf auf. Du kannst niemandem vertrauen. Niemanden. Sehr schön. Ich möchte dir etwas anderes geben. Etwas, das deine unsterbliche Liebe für die Pilze und ihre unbegrenzten Möglichkeiten symbolisiert. Eine Pilzskulptur. Okay. Ich
glaube, dafür brauche ich die Goldbarren, wenn ich das richtig verstanden habe. Du musst dich nicht bei Sozo bedanken, Baus, bei deinem Kult und komm wieder zu mir. Sozo wird dir ein letztes Geschenk. Sozo ist immer fair, bezahlt immer seine Schulden, nicht so wie diese Lügner da draußen. Ich hätte so gern den Holz her. Wäre voll nett. Was gibt's denn hier? Lol, hier war ja noch gar nicht drin. Was? Wer wagt es, unser heiliges Haus des Lichts zu betreten? Wir zeigen uns das nur so, dass der Leuchtturm immer dunkler wird, egal wie stark wir beten. Und es zerstellen in einem Fort Schiffe an den Felsen. In einem Fort Schiffe an den Felsen, okay. Keine Schiffe, das bedeutet keine neuen Pilger, die den heiligen Ort. Wenn bloß unsere Anführerin hier werde, sie wüsste, was zu tun ist. Wir haben sie nicht mehr gesehen, seit sie letzte Nacht auf dem Pier spazieren war. Wir flehen sie an, nicht zu gehen. Denn wir alle wissen von den Zähnen im Dunkel. Aber sie wollte nicht hören. Jetzt haben wir keine Wahl, als zu beten, bis der Leuchtturm wieder erstrahlt. Hoch lebe das mächtige Licht. Repariere den. Wow, bei 15. Kann ich den denn jetzt reparieren? Das ist wirklich nur Brennholz rein. Daher, dass ich kein Holz habe, kann ich ja in die Dunkelheit blicken. Nein, ich wollte doch gerade in die Dunkelheit blicken. Na gut. Ich angel mal kurz was weg. Und raus damit. Ja, nee, also Holz ist wirklich gerade ein Problem. Machen wir uns nichts vor. Wenn das mit dem Holz nicht besser wird, weiß ich, wie das Spiel dann weitergeht, ehrlich gesagt. So, bei dir kann ich kaufen, ne? Ja, nee, ich hab nicht. Ja, gut, und da oben gibt's eh nix. Ein Holz. Er hat ja einen Holzvorrat, ich darf ihm den nur nicht klauen. Ein bisschen schade finde. Jetzt eigentlich hier draußen noch weiter? Nee, ne? Doch! Oh, nee, einfach nur raus. Na gut. Weiß nicht, vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, wie ich an Holz komme. Das wird mich mal interessieren. Na guck mal, hier habe ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen Holz. Wow. Das ist schon wieder viel zu wenig. Drei Bett zu wenig, ja. Drei. 15 Stück. Ist aber halt auch kein Baum, den ich umkloppen kann. Ich kann nur verkaufen, ich kann nicht einkaufen. Bin momentan so ein bisschen verwirrt, was ich machen kann. Aber gut, das werde ich herausfinden. Danke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.